Im September startet in den Kreisen Reutlingen, Ravensburg und Biberach ein neues Modellprojekt zur besseren Gesundheitsversorgung. In dem Projekt soll unabhängig von den Kreisgrenzen die ambulante und stationäre Versorgungsstruktur weiterentwickelt werden. Dafür stellt das Land 1 Million Euro zur Verfügung. Kern ist die Datenerhebung, welche Krankheiten kommen häufig vor und wie ist die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum und in den Städten.